Da bin ich auch schon wieder. Heute mal mit einem Whisky, den ich bisher noch nicht probiert habe. Zumindest ein Whisky von der Brennerei hier bei Talking Malts. Heute habe ich frei. Viel getan im Garten, neues Steinbeet angelegt, Rasen gemäht, bisschen Unkraut weggemacht. Und als Belohnung habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal hier wieder einen Whisky. Und zwar einen von Glenmorangie, den 16-jährigen. Flasche ist ziemlich leer, gefällt mir sehr gut der Whisky und darum möchte ich den jetzt heute probieren. Und die Packung an sich finde ich schon sehr geil von dem. Ich zeige euch die mal. Da sind verschiedene, Dienstgrade von der schottischen Armee drauf, vom Drummer, Private, Drum Major, Captain, ganz verschiedene Sachen. Und die Dose, die werde ich auf jeden Fall, wenn der Whisky dann leer sein sollte, behalten. Was ist da schön an dem Whisky? 16 Jahre alt und sehr angenehm vom Preis her. Der kostet, also ich habe ihn bekommen für 30 Euro und normal liegt der Preis so bei knapp unter 40, würde ich sagen, ist schon durchschnittlich. Glenmorangie aus der Speyside liegt an dem Fluss Lossie in der Stadt Elgin. Und die Brennerei an sich sieht so ein bisschen aus wie eine Farm und wurde auch quasi daraus gemacht, beziehungsweise war das Gebäude früher eine Brauerei für Bier und auch, meine ich, ein Stall, eine Farm so. Und da haben sie halt die Brennerei dann reingebaut. Ja, seit 1897. Und das Besondere an Glenmorangie, das waren jetzt die ersten überhaupt, die einen Woodfinish gemacht haben. Also nach Ex-Bourbon-Fass noch in ein anderes Fass, und zwar Chardonnay-Fässer. Der ist jetzt nicht in Chardonnay, da werde ich mir auf jeden Fall noch einen besorgen, der in Chardonnay-Fässern gereift ist. Sondern der 16-jährige ist jetzt in Ex-Bourbon-Fässern und auch Sherry-Fässer gereift. Ja, 16 Jahre alt, abgefüllt mit 40%. Soweit ich weiß, ist der auch gefärbt. Ja, ihr seht, viel ist nicht mehr drin. Die Flasche von Glenmorangie, die gefällt mir auch sehr gut. Moment. So sieht man schön. Und zwar ist die hier so eingeschnürt wie so eine Potstill. Ja. Was steht hier noch drauf? Glenmorangie, 16 Jahre alt, Single Malt Scotch Whisky, ist leise gereift in traditionellen Warehouse, niedrig bedachten Warehouse. Die es dem Malt ermöglicht, seinen schönen runden Charakter zu entwickeln. Getrocknete Früchte mischen sich mit Schokolade und Gewürzen. Und mit einem bisschen Wasser kommen dann Malzzucker und ein Hint von Holzrauch mit etwas Torfrauch. Hint of Oak Smoke and of Peat. Mit Peat meinen die wahrscheinlich diesen Torf. Ja, beim Probieren ist Glenmorangie 16 Jahre alt, weich und zeigt Nuancen von Toffee, Kaugummi und gefolgt von einem Rauch. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich den probiert habe, aber Rauch hatte ich, glaube ich, noch nie bei dem. Mal schauen.
Der ist richtig schmeichelnd. So diese hellen Aromen hat er nicht mehr. Der ist schon ein bisschen dunkler, gediegener. Und dieses Toffee ist ganz vorne weg. Also richtig schöne Süße. Fruchtigkeit ist auch dabei. So süße Orangen, reife, dicke Äpfel. Vielleicht so ein bisschen Banane. Und dazu kommt so eine gewisse malzige Süße. Etwas Würze. Diesen Torfrauch, von dem sie da jetzt schreiben, finde ich jetzt nicht. Ja, also von der Nase her wirklich sehr rund, geschmeidig, weich, schmeichelnd. Macht Lust auf mehr. Im Geschmack kommt dann, ja doch, ein gutes Stück Eiche. Ist schon sehr, ja ein bisschen süß im Mund und dazu kommt dann etwas später so eine gewisse Nussigkeit. Haselnuss auf jeden Fall. Ja, richtig würzig. Nussig, Eiche auf jeden Fall. Und dazu kommt so ein bisschen Marzipan. Trockener werdend. Ja, also der hat auf jeden Fall, da merkt man, dass er ordentlich Fass mitbekommen hat. Kündigt sich in der Nase noch nicht so an, aber auf jeden Fall danach im Abgang. Bisschen auch im Geschmack durch diese nussige Eiche. Ja, ist schön. Mit gutem Willen kann man dann etwas diesen Torfrauch entdecken. Wieder im Mund. Erst sehr weich, wieder schmeichelnd. Und dann kommt wieder diese, jetzt beim zweiten Mal doch recht kräftige Eiche auch. Ja, also der weiß zu gefallen. Sehr schöner Whisky, vor allem wenn man sich den Preis anguckt. Erstmal sehr lecker. 16 Jahre und dann keine 40 Euro. Auf jeden Fall von mir eine dicke Empfehlung. Und jetzt gleich im Anschluss probiere ich einen Whisky. Ich sag noch nicht welchen, aber das Video kommt dann danach. Auf den bin ich jetzt schon gespannt und freue mich auch schon. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch bei dem wieder. Bei Talking Malts.